Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, juhu, heute sind wir ganz pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Thema. Unser Thema heute Nacht heißt, da zeigte er sein wahres Gesicht oder zeigte sie ihr wahres Gesicht. Ich möchte gerne mit euch reden über Menschen, die ihr vielleicht lange gekannt habt, die nett waren, die ganz toll waren, die ihr vielleicht sogar verehrt habt. Aber dann ist irgendetwas passiert. Und den Menschen ist quasi die Maske vom Gesicht gefallen durch diesen Vorfall. Also da habt ihr das wahre Gesicht dieses Menschen gesehen und ihr wart vielleicht völlig platt und könnt es bis heute nicht glauben. Also, unser Thema heute Nacht, da zeigte er sein wahres Gesicht oder da zeigte sie ihr wahres Gesicht. Bin gespannt auf eure Anrufe. Telefonnummer hier bei uns 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist die erste Anruferin heute Nacht und die heißt Kerstin und ist 19 Jahre alt. Hallo Kerstin. Ja, hallo. Hallo Kerstin. Ja, das Thema. Ja. Da zeigte er sein wahres Gesicht. Ja, da zeigte er sein wahres Gesicht. Ja, wo soll ich anfangen? Am besten vorne. Ja, also, ich bin seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Hast du eine Freisprechanlage? Ja, die habe ich aber ausgemacht. Also, ich würde, das klingt so ein bisschen heilig. Also, wenn du richtig rangehen könntest, wäre besser. Ja, ist ja schon weg. Okay, gut. Ja. Ja, ja, okay. Also, ich bin jetzt seit einem Jahr mit meinem Freund zusammen. Mhm. So, wir hatten am 9.9. unseren ersten Jahrestag. Mhm. So, und da wollte ich mir normalerweise schon frei nehmen. Ja. Das ging aber nicht, weil mein Chef gesagt hat, das darf ich nicht. Ja. Und deswegen konnte ich am 10.9. ergehen. Also wollte ich ihn da überraschen. Ja. Und ihn da halt überraschen und, ja, ihm alles schön machen und ihn, ja, überraschen halt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr weiter. Also ich bin total, naja, auf jeden Fall bin ich dann reingekommen. Bei uns in der Wohnung war leise Musik an. Der war wohl im Badezimmer gewesen. Mhm. Ich bin erstmal ins Wohnzimmer gegangen. Wohnt ihr denn schon zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Aber ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern. Ja. Komme ich auch noch zu. Und zwar, ja, ich bin halt reingegangen. Ja. Wollte erst gar nicht an die Tür klopfen, wollte ihn halt überraschen. Mhm. Er lag in der Badewanne, guckte mhm. mich erschrocken an, er stand auf und habe ich nur gesehen, wie überall an dem ganzen Körper Haare und Creme waren. Haarcreme? Enthaarungscreme? Nein, nicht Enthaarungscreme, Haare. Haare? Ja, Haare. Der hat wohl in Haare gebadet, ich weiß es nicht. Och. Also, ja, dann ist er aufgestanden wohl aus Schreck oder was, wollte mir das erklären. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt, ich bin einfach nur noch aus der Wohnung rausgerannt und ich weiß nicht, wie ich jetzt mit ihm drüber reden soll. Oder ob ich jetzt Haupt überhaupt machen soll und... Also, er lag in der Badewanne und in der Badewanne lagen Haare. Ja, richtig. Aber da war auch Wasser in der ja, Badewanne. Ja, klar. Er mhm. hat in Haaren gebadet. Ja. Dann ist er rausgelaufen und mhm. dann, und hast du dir das nochmal hast du dir das dann näher angeguckt, die Badewanne? Nee, ich bin danach sofort rausgegangen, als ich da gesehen habe. Ja. Weil ich fand es ziemlich ekelerregend und pervers, also ich wusste schon mal nicht mehr, was ich sagen sollte. Wer hat das denn dann weggemacht? Ich war bisher noch nicht zu Hause. Ach, du bist bisher nicht mehr zu Hause nee. Gewesen? Das nee, war, das, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, am 10.10. Hm? Nee, nicht am 10. Am 10.9. So. Ja, am 10.9. habe ja. ich ihn ja gepackt, sag ich mal. Ja, ich verstehe schon. Ne? Was haben wir heute so, für ein Datum? Heute haben wir den... Heute haben wir, glaube ich, den 15. Jetzt bist du fünf Tage schon nicht mehr ja. zu Hause, weil dich hm? Das so geschockt hat. Ja. Da ist irgendwas Perverses. Ja. Jetzt will ich dir mal unter uns was erzählen. Ja. Ich hatte ein einziges Mal hier einen Anrufer, mhm. der genau so etwas tat. Der sammelte sich nämlich fremde Haare und hatte als Fetisch, da wurde der geil von, in fremden Haaren zu baden. Er hat genau das gemacht, was du mir gerade erzählt hast. Da habe ich hier fassungslos gesessen und habe gedacht, das glaube ich nicht, das ist ja unfassbar. Mhm. Offensichtlich scheint es zwei Leute zu geben, die das machen, wobei du das keineswegs witzig findest, ne? Nee, ich finde das auch überhaupt nicht witzig. Jetzt die fünf Tage, habt ihr euch gar nicht gesehen? Nee, also er hat mich ja angerufen gehabt, aber ich bin nicht ans Telefon gegangen. Hm? Was macht er von Beruf? Ich kann einfach nicht mit ihm sprechen, ne? Was also, macht er vom Beruf? Der ist ein Friseur. Er ist Friseur. Hm. Mein Anruf? Im dritten Lehrjahr ist er. Bitte? Im dritten Lehrjahr. Ja. Mein Anrufer damals war auch beim Friseur. Na oh, toll, das passt ja. Ja. Der hat damals, so hat er mir das erzählt, der Anrufer,
die Sachen gesammelt, die er im Frisiersalon auffegt und hat die mit nach Hause genommen und hat darin gebadet. Oh Gott. Krass ist ja, dass du ein Jahr mit ihm zusammen bist und so etwas noch gar nicht wahrgenommen hast, ne? Nee. Also irgendwie Probleme mit Sex oder sowas hatte ich auch nicht mit ihm. Er hat mir erzählt von irgendwelchem Fetisch oder... Gar nichts. War alles normal. Nee, gar nicht. Mhm. Also war nie was vorgefallen. Ja. War alles schön in Ordnung. Ja, und deswegen war ich ja so geschockt. Ich wollte einfach nur noch raus. Ich konnte das nicht sehen, weil er hätte mir erzählen können. Ja. Das ist deine Wohnung oder habt ihr euch die zusammengenommen? Nee, zusammen, ja. Die habt ihr zusammen euch angemietet. Mhm. Aber du brauchst jetzt irgendwie mal Sachen. Deine ganzen Sachen sind doch sicher da. Ja, sind sie auch. Das heißt, du musst irgendwann jetzt mal bald dahin, oder wie? Ja, du musst mit dem reden. Ja, er ist ja auch ab und zu arbeiten. Ne? Also da kann ich ja gut, machen. Aber ich meine, du musst mit dem reden. Ja, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht worüber und ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Frag ihn, was da los war, warum er in Haare badet. Ich meine, das klingt völlig absurd, aber da ich schon mal so einen Anruf hatte, glaube ich dir das wirklich. Ja. Frag ihn, was da los ist. Und dann musst du sehen, ob du damit leben kannst, dass er das ab und zu tut, oder ob dich das so abturnt und du das so ekelhaft findest, dass du sagst, ja, und tschüss. Das ist eher der Fall, dass mich das ganz schön anekelt. Also wenn, ja, dann würde ich auch wirklich wollen, dass er damit aufhört. Und wenn er halt nicht das macht, wie ich das will, dann kann er sich eine andere suchen, mit der meinetwegen in Haare baden geht. Das ist mir sowas von egal. Ich finde das sowas von ekelig. Und dann musst du ihm das so sagen. Ja. Bleibt ja ganz alles übrig. Ne? Aber der erste Schritt ist jetzt unangenehm für dich, ne? Ja, ja. Ich kann ihm jetzt erstmal nicht in die Augen gucken, ne? Ich kann ihm nicht gegenüberstehen, weil dann habe ich nur noch ein Bild vor Augen, wie er da steht und... Okay, also ich verstehe auch, dass das ekelhaft ist, aber er hat ja jetzt kein Verbrechen begangen oder so, dass du sagst, ich kann ihm nicht in die Augen gucken. Da musst du jetzt durch und musst einfach klären, was mit dem Typ los ist und dann entsprechend die Konsequenz ziehen. War das denn eigentlich ein gutes Jahr, wo ihr beiden zusammen wart? Das, natürlich, ja. Gut verstanden, eigentlich eine gute Liebe. Ja. Wie alt ist er? Der ist jetzt 21. Ja. Kerstin, red mit ihm. Red mit ihm so schnell wie möglich und sag ihm, er soll klar die Wahrheit sagen, ne? Damit du weißt, woran du bist. Ja, lügen kann er jetzt ja wohl schlecht, ne? Ja. Kann er jetzt nicht sagen, das stimmt. Nein, natürlich nicht, aber er kann ja sagen, er soll dir wirklich sagen, wie intensiv das ist und wie oft das vorkommt und ob das nur mal einmal so passiert ist oder... Ja, aber am liebsten würde ich ja von ihm hören, dass es wirklich nur das einzigste Mal war und weiß ich nicht. Also ich will das eigentlich gar nicht so wirklich wissen. Hör mal, die Situation gerade am Anfang, ich war da so irritiert, als du das erzählt hast. Du kamst rein, er kam aus der Badewanne raus, du sahst die ganz vielen Haare, er rannte an dir vorbei ins andere Zimmer. Nee, er stand noch in der Wanne drin. Ich bin einfach rausgegangen. Und du bist einfach rausgegangen, so war das. Ja. Vor Schock. Ja, er hat mich doof angeguckt, ich habe ihn doof angeguckt, dann habe ich das halt gesehen, habe ich das erstmal richtig... Naja, der hat ja gar nicht damit gerechnet, dass du kommst. Ne? Ja. Ja. Also, ich hatte mir ja extra freigenommen, er wusste nichts davon, weil ich ihn halt überraschen wollte. Dann hat er mich wohl überrascht. Das ist wirklich, finde ich auch wirklich immer krass, wenn Leute eine Beziehung führen mit jemandem und dann kommt irgend sowas raus, irgend sowas, eine sexuelle Besonderheit oder Perversion, sagen wir mal Besonderheit. Das ist schon heftig, damit umzugehen. Rede so schnell wie möglich mit ihm und leg es ganz klar auf den Tisch, er soll dir sagen, was los ist. Okay? Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, meine Liebe. Tschüss, Kerstin. Ja. Hier ist Carina. Und Carina ist 35 Jahre. Hallo, Carina. Ja, hallo, Domian. Also, das Thema heißt, da zeigte er sein wahres Gesicht. Oder sie. Ja, er. Er. Ich war 15 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen. Ja. Und die ersten, sage ich jetzt mal, 8 bis 10 Jahre waren gut. Geht so. Und danach hat er mich geschlagen. Mhm. Mhm. Wir haben eine gemeinsame Tochter, die ist 10 Jahre. Mhm. Gab es da damals so ein Ereignis, wo du plötzlich sein wahres Gesicht gesehen hast? Ja, wie gesagt, nach 8 Jahren hat er angefangen, mich zu schlagen. Vorher war alles in Ordnung? Vorher war alles in Ordnung. Mhm. Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als er das gemacht hat? Und warum er das da gemacht hat? Ja, es ist so schwer, am ersten Mal erinnern. Mhm. Ich weiß, am ersten Mal war es nicht so extrem. Ich sag jetzt mal, in den letzten 5 Jahren war es sehr extrem, wo er mich geschlagen hat, gewürgt hat. So schlimm war es? Ja. Mhm. Bist du denn jetzt von ihm getrennt? Ja, ich bin seit 3 Jahren geschieden. Ja, seit 3 Jahren. Habt ihr Kinder? Ja.
Wie viel? Meine Tochter ist eins. Ein 10 Jahre. Bitte? Die ist 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre. Ja. Also ein Kind und das ist 10 Jahre alt. Ja. Wenn man 8 Jahre, ich meine, das ist ja schon wieder auch heftig, wenn man 8 Jahre mit einem Typ zusammen ist und der ist nett und freundlich und toll, und dann nach 8 Jahren fängt der Kerl an zu schlagen. Also zeigt er sein wahres Gesicht. Wie hast du das denn dann so im Laufe der Zeit empfunden? Wie hast du an deiner eigenen Menschenkenntnis gezweifelt oder wie hast du das so für dich eingeordnet? Ja, ich hatte schon Probleme. Am Anfang habe ich gedacht, vielleicht hört er irgendwann auf. Mhm. Und wie gesagt, danach wurde es immer schlimmer und habe immer gedacht, eigentlich wollte ich mal weglaufen, aber bin dann doch geblieben, weil er sich dann nachher, immer wenn es passiert war, hat er sich entschuldigt. Ja. Hat er das im Suff gemacht? Nein. Mhm. Da war nicht dann, nein. Und die Anlässe waren Kleinigkeiten? Oder? Kleinigkeiten waren die Anlässe, ja. Also der hat einfach Wut in sich gehabt, aus welchen Gründen auch immer, und hat ihn dir ausgelassen? Ja. Mhm. Wie heftig hat er dich zum Schluss geschlagen oder während der Zeit geschlagen? Der war schon sehr heftig. Wie gesagt, er hat mich einmal gewürgt. Ich hatte Blutergüsse. Mhm. War schon schlimm. Warst du im Krankenhaus auch mal deshalb? Nein. Beim Arzt? Nein, auch nicht. Mhm. Hast du dich gewehrt, wenn er dann auf dich eingeschlagen ja, hat? Ja, habe ich versucht, ja. Aber er war dir wahrscheinlich auch überlegen, ne, körperlich? Ja. Mhm. Hat er das auch in Anwesenheit des Kindes getan? Ja, das hat er auch gemacht. Das hat er auch gemacht? Ja. Dann hast du aber, wenn ich es recht rechne, 7 Jahre das noch? Nein, nicht 7 Jahre, aber 5 Jahre noch ausgehalten, ne? Bei ihm ungefähr. Ja, und auch in der Zeit, in den letzten 5 Jahren, sage ich jetzt mal, lag mein Vater im Sterben. Mhm. Und jetzt ist er ja mit meiner Schwester zusammen. Und er hat mich dann von heute auf morgen dann verlassen. Ach, der Typ, dein Ex, ist jetzt mit deiner Schwester zusammen? Ja. Das ist ja noch heftiger. Ja. Meine Schwester hat auch 2 Kinder. Hast du Kontakt mit denen, mit deiner Schwester noch? Ja, habe ich. Seit circa einem Jahr wohnt meine Tochter jetzt bei ihm. Weil sie in der Schule so Probleme hatte, war ich damit einverstanden. Jetzt wollte ich eigentlich meine Tochter wieder zurückhaben. Jetzt weigert er sich auch, meine Tochter wieder. Gott, ist das kompliziert bei euch. Also deine Tochter ist jetzt bei ihm, sprich bei ihm und deiner Schwester. Ja. Hm. Bist du auf deine Schwester sauer, dass sie sich auf ihn hat eingelassen? Am Anfang, aber jetzt nicht. Ich habe sie damals gewarnt, habe ihr erklärt, gesagt, wie mein Ex-Mann ist. Ja. Aber sie sagte, nein, bei mir macht er das nicht. Macht er es denn bei ihr? Ja. Das er macht es auch bei ihr. Mhm. Das hat mir ihre Tochter gesagt. Mhm. Mich wundert, wenn die Verhältnisse so heftig waren bei dir, dass du das Kind nicht hast. Dass man dem Mann, das Jugendamt dem Mann das Kind zubilligt, dass man sagt. Also nein, mein Problem war, mir ging es damals auch nicht so gut. Ich hatte auch selber Probleme, wie gesagt. Und dann war meine Tochter auch schlecht in der Schule. Mhm. Und ich hatte einfach nicht die Nerven und die Geduld dafür. Mhm. Und mein Ex-Mann, ich habe mich damals, wie gesagt, auch gut verstanden, seitdem wir auseinander sind. Das schwankt, einmal gut, einmal schlecht. Mhm. Aber je nachdem die Laune. Er hatte dich verlassen. Nicht du ihn, ne? So hast du es gesagt. Nein, er mich. Er dich, ja. Das heißt, wenn er dich nicht verlassen hätte, wäre das Martyrium für dich vielleicht noch länger weitergegangen. Ja, wäre es. Aber das ist nicht gut, wenn ich mich in dich versetze, Carina, dass du selbst da nicht einen Schlussstrich gezogen hast. Ja, wie gesagt. Warum? Ich hatte gestern ja auch so einen Fall hier in der Sendung. Warum lässt ein Mensch, eine Frau in diesem Fall, sich das so lange gefallen? Warum? 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 Weil ich ihn so geliebt habe. Ja. Aber er hat dich immer wieder geschlagen. Ja, ich weiß. Er hat sich vor deinem Kind geschlagen. Gibt es fast gar keine Steigerung mehr möglich? Kann man denn da noch von Liebe reden? Eigentlich nicht mehr, aber. Auch nicht nur eigentlich nicht mehr, definitiv nicht mehr. Also die Sache ist auf jeden Fall jetzt erstmal getrennt, das ist ja schon mal gut. Ja. Jetzt hättest du aber gerne dein Kind wieder. Ja. Laufen da Bestrebungen? Hast du da irgendwie jemanden eingeschaltet, der dir hilft? Oder, Ja, ich habe jetzt erstmal einen Termin beim Jugendamt und dann, ich war auch schon bei meinem Anwalt. Mhm. Ja. Ich würde gerne mal, um
das ist ja wirklich ein komplizierter Fall, den du da gerade geschildert hast. Mhm. Ich würde gerne mal noch die Meinung von meiner Psychologin hinzuziehen. Ja. Möchte dich bitten, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal anrufen. Und vielleicht können wir dir noch das eine oder andere behilflich sein bei der einen oder anderen Sache. Ja, gut. Ja? Mhm. Ich fände es gut, um das abschließend noch zu sagen, Carina, wenn du aus dieser schlimmen Zeit was lernen könntest. Nämlich, dass man mit dir nicht mehr so umspringen darf. Dass man dir, dass kein Mann dir mehr so etwas antun darf. Nein. Ne? Aber davon abgesehen, ich habe jetzt eine neue Beziehung seit circa einem Jahr. Ach so, du hast eine neue Beziehung. Ja, und das ist, ich habe einen wundervollen Mann. Ach ja, das ist schön. Kann ich ja sagen. Ja, ich habe auch wieder ein Kind, zweites Kind. Ja. Und bin einfach glücklich in dieser Beziehung. Das ist eine gute Wende. Ja, das ist das, was ich auch. Ja, Glückwunsch. Ja, danke. Gratulation. Jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an und gucken mal, ob wir dir ein bisschen helfen können. Okay, danke. Alles Gute, alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, unser Thema heute Nacht heißt, da zeigte er sein wahres Gesicht. Zwei Geschichten haben wir gerade schon gehört. Ich möchte gerne mit euch reden über Leute, die ihr vielleicht sehr lange toll fandet, die ihr geliebt habt, die ihr verehrt habt, die sich dann aber irgendwann verraten haben, die ihr wahres Gesicht gezeigt haben, denen die Maske vom Gesicht gefallen ist und ihr gesehen habt, was mit dem Typ oder mit der Frau in Wirklichkeit los ist. Manchmal, ich glaube, wir alle haben sowas schon mal erlebt, ne? Und man ist ja dann schockiert. Manche Sachen behält man ja wahrscheinlich sein Leben lang im Kopf, wie man sich in einem Menschen getäuscht hat. Ne? Das passiert einem ja immer wieder, dass man denkt, Mann, das ist wirklich ein guter Typ. Und dann passiert etwas und man muss einsehen, dass man sich richtig getäuscht hat. Dass hinter der freundlichen, tollen, menschlichen Fassade ein richtiger böser Mensch unter Umständen steckt. So, Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@rde plus Telefonnummer. Hier ist Alex und Alex ist, wie alt ist er? 25, hallo. Hallo Jürgen, grüße dich. Hallo Alex. Zu dem Thema. 25. Ja? Mein Thema ist meine noch Freundin. Ja. Sie hat mir ein halbes Jahr zusammen. Mhm. Und sie hat mir vor 3 Wochen gesagt, dass sie als Prostituierte arbeitet. Oh weia. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass sie in der Gastronomie arbeitet als Kellnerin und Reinigungskraft. Mhm. So hat sie dir das erzählt? Ja. Mhm. Und sorry, es wird ein bisschen schwer. Ich bin sonst nicht so sprachfaul. Wie kam es denn jetzt zu der Offenbarung? Ja. Also, wir saßen abends gemütlich beim Glas Rotwein zusammen. Mhm. Und dass sie so, ich muss sagen, sie kommt aus dem Kosovo, also nicht so gut Deutsch, ne? Ja. Hat sie mir gesagt, ich muss dir was sagen. Ich sage, was ist denn? Ja, ich verdiene mein Geld anders. Ich sage, na, was machst du sonst noch? Ja, ich schlafe mit Männern. Und dann in dem Moment erstmal, kannst du dir vorstellen, Kinnlade nach unten. Mhm. Erstmal Schock, wie jetzt, was jetzt? Ich so dachte, Scherz. Mhm. Ich sage, aber das ist als Prostituierte. Ich meine, ich will den Beruf nicht verurteilen, um Gott bewahre. Ich bin froh, dass es den Beruf gibt, davon abgesehen. Ja, klar. Und ich habe Angst gehabt, dir das zu sagen. Ich sage, wir haben uns ausgemacht, dass wir immer ehrlich zueinander sind. Ja. Und dann kam der nächste Hammer. Da hat sie mir gesagt, dass sie auch noch verheiratet ist. Ach, in ihrer Heimat? Nee, hier in Deutschland, beim Deutschen. Hier in Deutschland auch noch? Ja. Ach, du. Und ich war nur noch am Heulen auf gut Deutsch, bin sowieso nah am Wasser gebaut. Mhm. Und ich meine, das ist meine absolute Traumfrau. Das hat sie dir vor 3 Wochen erzählt. Ja. Ihr seid ein halbes Jahr zusammen. Ja. Wie hast du denn da, ich meine, bleibt einem erstmal die Spucke weg, ne? Ja. Wie seid ihr denn jetzt die letzten 3 Wochen miteinander umgegangen? Gar nicht. Gar nicht? Sie ist jetzt in einem anderen Laden, also ein paar Kilometer weiter weg. Arbeitet sie in einem Club, in einem Haus, oder? Ja, ja. In einem Studio, ja. Mhm. Und ich war auch da, weil ich liebe die Frau nochmal. Ach, du bist da hingefahren? Ich habe mit mir nur rausgefunden, wo es ist. Um dir das anzugucken. Hast du vorher ihr gesagt, dass du hinkommst? Nein, ich habe meine beste Freundin angerufen, weil sie wohnt in der Stadt. Ja. Und ich sage, Melli, pass auf, wo ist bei euch ein Bordell? Mhm. Ich sagte, nee, kann nur da und da sein. Ich sage, kannst du mich abholen? Ich sage, wieso? Ich denke, du hast eine Freundin, ging es ja nur. Ich sage, ja, du pass auf, das ist meine Freundin. Mhm. Ich sage so, ich bin in 20 Minuten da, ich hole dich ab. Also mal hingefahren, da kam so ein Typ wie ein Bär oft mal raus. Mhm. Also wirklich zuhältermäßig. Mhm.
Und sagt, was willst du denn hier? Ich sage, naja, ich wollte zu meiner Freundin. Hm. Und wie deine Freundin? Ich sage, meine Freundin Gonna arbeitet hier. Hm. Dann kam sie dann raus, guckt mich an mit riesen Augen und sagt so, ich kenne den nicht. Und das war der größte Schock, neben dem, wo sie mir das gesagt hat, weißt du? Ich weiß noch nicht, ob das Schutz war wegen dem Typen. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist sie sogar mit dem verheiratet. Ich weiß es nicht. Mir geht's total scheiße momentan auf gut Deutsch. Ich kann mich nicht auf meinen Job konzentrieren, gar nichts. Diese Begegnung da in dem Bordell, wann war das? Das war jetzt vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? Ja. Und auch davor hat sie dich nicht mal angerufen? Nein, ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie ging nicht ans Handy. Ich weiß nicht, ob sie das Handy überhaupt noch hat oder ob sie es jemand anders hat. Als sie dir das offenbart hatte, warst du sprachlos. Wie seid ihr denn da auseinandergegangen? Ich habe sie gebeten zu gehen. Ach so. So hart wie es klingt oder so böse wie es vielleicht auch klingt. Ich meine, viele werden mich jetzt vielleicht dafür hassen oder Nee, überhaupt nicht. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht im ersten Moment. Weil, ich sag mal so, ich bei mir so, meine Grundeinstellung von der Beziehung ist Ehrlichkeit und Vertrauen. Natürlich, keine Frage. Und ich bin, wie man so schön sagt, ein Weichpitty, also wie gesagt, zum Beispiel am Wasser gebaut. Ja. Und ich meine, ich habe, Alex, weißt du, warum sie es dir nun gerade da gesagt hat? Nein. Wie gesagt, wir haben 10 Minuten da gesessen, dann hat sie es mir gesagt. Mhm. Und auch das mit ihrem noch Ehemann. Mhm. Angeblich nur wegen der Staatsbürgerschaft damals. Mhm. Aber hat sie das diese ganze Offenbarung, hat sie die verbunden mit einer Liebeserklärung zumindest an dich? Nein. Nein. Sie hat es einfach so gesagt. Ja. Sie hat nicht gesagt, es tut mir leid, ich liebe dich. Sowas hat sie nicht gesagt. Nein. Sie hat auch nicht gesagt, es tut mir leid. Nein. Mhm. Ich habe nur gesagt, ich sage, ich brauche jetzt Zeit für mich. Mhm. Ich sage, ich muss darüber nachdenken, ob ich damit klarkommen kann, weil ich hatte diese Situation noch nicht. Ich kenne zwar auch Prostituierte, so jetzt vielleicht im Bekanntenkreis. Ja gut, wer hat schon so eine Situation? Das ist ja auch eine extreme Situation. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist was anderes, wie wenn du die Leute nur so kennst. Na klar, sicher. Ich stelle mir gerade die Situation vor dem Bordell. Deine Freundin kommt raus und der Zuhälter steht da. Ja. Und du sagst, das ist meine Freundin und sie sagen, ich kenne den Typ gar nicht. Ja. Was hat der Zuhälter gesagt? Er hat nur gesagt, hau ab oder du kriegst halt, ne? Mhm. Der Typ war wirklich ohne Scheiß knapp 2 Meter und ist 4-facher von mir. Mhm. Also ich bin nun mal nur ein 3-Jähriger. So, wie geht's jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wir haben vom 1-2 Monaten sogar über Hochzeit gesprochen. Die hat mich gefragt, ob ich mir Kinder wünsche. Ich so, natürlich. Mhm. Ich sage, mit dir möchte ich auf jeden Fall ein Kind. Da will ich ja mal gleich sagen, das ist auch ein bisschen früh, ne? Nach einem halben Jahr. Ja, klar. Muss man realistisch gesehen logisch, ja. Ja. Nur, die Frau ist... Weißt du, was mich stutzig macht an der Geschichte? Es hätte ja sein können, dass sie sagt, ich liebe den so sehr, den Alex. Ich halte diese Lüge nicht mehr aus. Ich muss ihm das jetzt sagen. Das hätte ich mir gewünscht. Ja, wenn sie das hätte ich mir gewünscht. Ja, wenn sie das so gesagt hätte. Zu dir, dann wäre das, ne? Ganz anders. Ja, dann wäre das alles ganz anders gelaufen. Hättest du ihr das dann vergeben? Ja. So verliebt wie ich in die Frau bin, ja. Mhm. Aber so hat sich die. Aber sie hat dir das einfach nur so hingeknallt und das war's dann, ne? Ja, und ich bin dann aufgestanden, ich sage, Gonna, ich sage, geh bitte. Mhm. Ich sage, geh einfach bitte. Weil ich will nicht aggressiv werden und nicht laut werden. Komischer ist ja auch, dass sie könnte dich ja jederzeit erreichen, ne? Sie hätte logisch, ich habe mein Handy rund um die Uhr, sogar obwohl es bei mir auf Arbeit verboten ist, habe ich mein Handy an. Sie hätte dich ja eigentlich unbedingt anrufen müssen, nachdem du vor dem Bordell gestanden hast. Ja. Es hätte ja sein können, dass sie aus Angst gesagt hat, ich kenne den nicht. Aber das hätte sie... habe ich ja auch vermutet im ersten Moment. Ja, aber dann hätte sie es dir hinterher sofort erklären müssen am Telefon. Pass auf, ich habe Angst vor dem Typ, dass der weiß, was mit mir macht. Aber sie meldet sich nicht bei dir. Es sind 3 Tage schon wieder vergangen. Mit der Frau stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem... Ich meine, ich bin ja nun 25, ich habe ja nur auch einiges an Erfahrungen mit Beziehungen durch und so weiter. Ich habe auch schon ein Kind verloren und ich meine, das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist schon ein Extremfall, in den du da reingeraten bist. Ne? Und ich habe ganz ohne Scheiß, auch wenn ich verdammt jung bin mit 25, das weiß ich. Mhm. Aber ich habe noch nie eine Frau so geliebt wie diese Frau. Mhm. Und, gut, aber Vorsicht, also mit dem Lieben, du kennst diese Frau offenbar gar nicht. Mittlerweile ja, ja, finde ich auch so. Ne? Also, deswegen versuch dich doch mal ein bisschen runter zu schrauben mit dem, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Du weißt gar nicht, wer das ist. Du hast da eine Hülle bisher geliebt oder ein Bild, was sie von sich gemalt hat. Und jetzt ist alles ganz seltsam. Alles ist irgendwie merkwürdig. Ich würde wirklich an der Stelle, wenn du das aushältst, also das musst du eigentlich aushalten,
mich zurückhalten. Das muss jetzt von ihr ausgehen, dass irgendein erster Schritt ist. Jörg, wie lange denn? Lange. Ich meine, du kannst ihr noch einmal eine SMS schicken, dass du dich gerne mit ihr treffst. Jeden Tag. Machst du jeden Tag? Hast du sogar gemacht jetzt in den letzten 3 Tagen? Natürlich. So, dann Schluss, dann machst du überhaupt gar nichts mehr jetzt. Die weiß, dass du sie liebst. Die weiß, wo sie dich erreichen kann. Die wittert wahrscheinlich auch, dass du ihr das sogar vergibst, was da passiert ist. Nur, ich hätte doch wenigstens ansatzweise was merken müssen. Nach einem halben Jahr müsste man doch eigentlich sowas merken. Tja, was meinst du, wie Menschen belügen können? Selbst Menschen, die Jahrzehnte zusammenleben, da stehen große Lügen zwischen. Also, da würde ich mir erstmal gar nicht mehr so Vorhaltung machen. Das läuft erst mal. Weißt du, war ich froh, dass mich jemand mal so nimmt, wie ich bin, weißt du, weil ich habe ein Hüfthandicap und so weiter, weißt du? Mhm. Und da war ich froh, dass. Also, sie hat mich wirklich so akzeptiert, wie ich bin, weißt du? Mhm. Nicht irgendwie. Ja, traurig. Ist traurig alles. Aber. Sei vorsichtig. Also, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe da größte Bedenken. Und dieser Schmerz ist so schlimm. Ja, aber du darfst jetzt auch nicht so selbstmitleidig sein. Nein, pass auf, ich lebe mein Leben trotzdem davon abgesehen. Ja, da musst du jetzt durch. Und ich finde, du musst jetzt hart sein und erstmal gar nichts machen. Auch hart gegen dich. Ich und hart sein. Ja, musst du dich jetzt so zwingen. Da sitzen und heulen bringt's auch nicht. Ja, klar. Aber ich weiß, das ist leicht gesagt, aber so ist es nun mal. Ja, ich weiß auch keine nicht. Keine SMS mehr, kein Anruf. Du hast alles gemacht, was man tun kann. Jetzt ist die junge Dame am Zug und die muss ich jetzt erklären. Die muss jetzt was auf den Tisch legen, was sie will und woran sie. Vielleicht will die dich ja gar nicht mehr. Vielleicht war das einfach nur irgendwie so ein kurzer Rausch für die. Ausgleich zum Job, hat meine Freundin gesagt. Also meine beste Freundin hat gesagt, die hat eigentlich nur einen Ausgleich zu ihrem Job gesucht. Man will es nicht beurteilen. Wer weiß, in welchen Schwierigkeiten das Mädel wiederum steckt. Ich weiß es nicht. Aber sie braucht bei dir ja keine Angst zu haben. Sie könnte sich dir ja jetzt erklären. Sie könnte irgendwas. Meine Tür ist Tag und Nacht sehr offen. Mein Handy. Ich habe mein Handy sogar verboten, weil es auf Arbeit an, obwohl es da verboten ist. So. Kannst du mir dein Wort geben, dass du zumindest in der nächsten Woche nichts tust? Wenn ich jetzt eher sagen wollte, würde ich lügen, Jürgen. Das will ich nicht. Kannst du mir zumindest sagen, du versuchst es? Das kann ich dir versprechen. Okay. Aber wie gesagt, ich will dich nicht anlügen. Ich kann nicht sagen. Ja, aber du, der heißt nichts. Du machst wahrscheinlich noch mehr kaputt. Du machst dich auch zum Hampelmann. Möglich. Also, versuche, dich zurückzufahren. Versuche, nichts zu machen in der Hoffnung, dass sie sich meldet. Okay? Ja. Alles Gute. Von Herzen, Alex. Wenn was Neues ist, sag ich dir. Bitte, melde uns. Ja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das war der Alex. 0800 220 5050. Unser Thema heute heißt, da zeigte er sein wahres Gesicht oder da zeigte sie ihr wahres Gesicht. Sven, 26 Jahre alt. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Wie geht's dir? Gut, danke. Wobei die Geschichten ja krass sind, die wir gerade gehört haben. Ja, schon sehr arg an der nervlichen Grenze, sag ich mal. Ne? Wie ist das bei dir? Ja, bei mir ist das so, das habe ich schon deinen Kollegen gerade gesagt, dass mein Bruder damals mit, also jetzt etwas länger schon her, ich bin jetzt schon 26 und mein Bruder auch schon an die 31 jetzt. Ja. Der ist mit 18,5 ist der schwul geworden, also praktisch mit 19 ist er schwul geworden, hat sich dazu entschieden, aber hatte vorher geheiratet, eine Frau, und war mit der ein Jahr lang zusammen. Mhm. So jung geheiratet? Ja, der hat ganz jung geheiratet. Mhm. Der hatte vorher schon mehrere Beziehungen hinter sich, auch mit Frauen, also nichts mit Männern. Mhm. Und was für mich kurios erstmal dabei am Anfang, muss ich vielleicht am Anfang erzählen, ich war ungefähr 7 oder 8 Jahre alt. Mhm. Da hat er bei mir schon ausprobiert, ob da was geht, tralala, mit Jungs und überhaupt. Wie, bei dir ausprobiert? Hat er an dir rumgespielt oder was? Ja, der hat an mir rumgespielt und tralala und hat da ein bisschen versucht und weiß ich halt nicht, kann man komisch erklären. Und dann hatte ich gedacht, das ist immer noch in meiner Erinnerung, es ist nur noch so ein Schattenriss davon von früher. Also warst du sehr klein? Ja, da war ich sehr klein, aber nicht sagen mal, in der Hinsicht da so Aufnahmefähigkeit, dass ich sagen konnte, das bleibt jetzt für immer in meinem Gedächtnis halt so schattenmäßig. Mhm. Und das Problem war dann halt, dass er mit, also 18,5, fast 19, nachdem er dann geheiratet und schon verheiratet war, fast ein Jahr, dann zu uns kam und sagte, er wäre schwul geworden. Mhm. Und da sind wir natürlich, ich und meine Oma, weil wir bei meiner Oma groß geworden sind, sind wir natürlich vom Hocker gefallen. Ja. Weil man das im ersten Moment ja gar nicht glauben konnte, weil man heiratet ja nicht im Prinzip, um dann irgendwie schwul zu werden. Ich werde jetzt schwul oder solche Dinge. Das ist natürlich sehr, sehr kurios. Ja. Ja. Wie fandst du das im ersten Moment abstoßend? Abstoßend kann ich nicht sagen, aber sehr widerlich. Also mich hat das angewidert, weil ich denke, meine Bestätigung war dafür, er hat ja früher schon mit 8, wo ich 8 oder 9 war, hat das probiert. Und ich habe das eigentlich nicht so richtig registriert. Mhm. Lass mich dann eine Frage zu stellen. War das nur so eine Rumspielerei zwischen zwei Brüdern? Nee, war keine Rumspielerei. Also war schon, er hat schon
er hat schon, also man muss das jetzt, um das krass, ich habe damit keine Probleme, ich habe genug Selbstbewusstsein, aber er hat schon versucht zu onanieren auf mich, sagen wir mal so. Mhm. So, und das war dann auch schon keine Spielerei mehr oder sonstiges, also er hat das wirklich... Hat er an dir auch sexuelle Handlungen vorgenommen? Er hat es versucht, aber ich habe es dann immer wieder abgewandt, weil ich das nicht wollte. Also auch schon da früher nicht, das weiß ich noch. Mhm. Aber was er wohl, also das ist noch in meiner Erinnerung drin, dass er dann auch gekommen ist dann zum Schluss hin. Und dann halt auf meinen Rücken drauf, das weiß ich auch noch. Achso. Üble Erinnerung. Bitte? Ich sag, das sind üble Erinnerungen an den Bruder, wenn du das so erzählst. Ja, sehr üble Erinnerung. Ist das so? Ich habe immer wieder versucht, das zu verdrängen und habe auch mit ihm da wieder nie wieder drüber gesprochen, so richtig. Mhm. Aber habe dann irgendwann auch gemerkt, so, dass. Nein, das kannst du gar nicht verdrängen, das ist einfach heftig. Aber er hat dich dann irgendwann in Ruhe gelassen, als du älter wurdest? Ja, als älter wurde, hat er mich in Ruhe gelassen. Nur dabei muss man sagen, ich habe mit 17, also mit 16,5, sprich 17 ungefähr meine Lehre angefangen. Mhm. Und dann war die Aktion gewesen, wir sind nach Düsseldorf gefahren, um meinen Lehrvertrag zu unterschreiben, weil das haben wir auch Team, ist auch egal. Mhm. Und auf jeden Fall sagte er dann, wir gehen noch was trinken. Und dann, er ist ja eine Bar, wo er da arbeitet nebenbei, in so einer Schwulenbar in Düsseldorf. Mhm. Und wir würden da halt noch was trinken auf die Lehrstelle und tralala. Ja, und dann haben das andere Kollegen von ihm, hat er mich praktisch mitgenommen, um zu gucken, ob die anderen Kollegen da was reißen können oder nicht. So, von ihm, andere Kollegen von ihm? Ja, andere Kollegen von ihm. Die bei dir was reißen könnten? Ja. Also er hat dich da vorgeführt quasi? Ja, er wollte mich vorführen. Aber da wusstest du schon, dass er schwul ist? Da war die Aktion ja schon laufen. Da war er schwul laufen. Ja, da war er schon. Ja, klar, ja. Mhm. Wie ist es? Und heute ist er 31, sagst du? Ja, der wird jetzt 31. Ja. Wie ist sein Verhältnis heute zu ihm? Sehr schlecht. Sehr schlecht. Weil, sagen wir mal, da sind Situationen bei, er wohnt immer noch bei meiner Oma. Mhm. Ich musste ihn da raustreiben, weil er meine Oma ziemlich in finanziellen Ruin getrieben hat, weil er kaum unterstützt hat, also ganz wenig, weil er selber auch wenig hatte. Mhm. Und, ja, wie soll ich sagen, es ist schwer, ihm gegenüberzustehen, sagen wir es mal so, weil ich immer wieder sehe, da sind die Dinge von früher, wo er mich betrogen hat, wo er uns betrogen hat, beziehungsweise dann auf dem Polterabend so zu tun, als wenn nichts wäre und ich weiß nicht, die Hochzeit an sich, das ist eigentlich viel zu glatt gelaufen und dann hat man sich so sehr da reingesteigert. Kann man ja sagen, dass der schon öfter sein wahres Gesicht jetzt gezeigt hat. Erstmal damals, als er dich als kleiner Junge da befummelt hat. Ja. Dann mit 18, als er dann sein Outing da gemacht hat vor euch. Ja. Und das kann man wohl sagen, der hat wohl mehrere Dinge. Er hat auch noch nie dich heute sich, ich meine, der weiß das ja auch, was da früher abgegangen ist zwischen dir und ihm. Mhm. Der hat sich nie entschuldigt. Nein, der hat sich nie, um Gottes Willen. Es ist so, er hat wahrscheinlich gedacht, ich hätte es verdrängt irgendwie. Mhm. Wenn er sich, wenn er heute sagen würde, hier Sven, pass auf, mir ist das alles in Erinnerung gekommen, es tut mir sehr leid, könntest du ihm vergeben? Kann man, glaube ich, nicht vergeben. Ich glaube, so, es gibt Situationen im Leben, wo man vergeben, ja, aber vergessen nie. Mhm. Also das, es gibt Dinge, die kann ich vielleicht vergessen, aber oder vergeben, sagen wir mal, aber nicht vergessen. Also das ist einfach eine Situation, die... Also schade, das Verhältnis zum Bruder ist richtig kaputt, ne? Ja, das Verhältnis ist richtig kaputt. Das ist eigentlich sehr schade, weil ich habe keinen Vater, also meinen Vater kenne ich nicht. Mhm. Und meine Bruder, meine Schwester ist halbe Türkin, ich bin halber Tunesier, mein Bruder ist halber Italiener. Achso, also ganz gemixt. Alles nicht mehr. Ja. Und bei der Oma aufgewachsen? Wir sind bei der Oma aufgewachsen. Die hat uns alle groß. Nee, außer meine Schwester. Also mein Bruder und ich, wir sind bei meiner Oma aufgewachsen und meine Schwester ist bei meiner Mutter. Aber die arme Oma, wenn er da hängt und er sich da so schlecht verhält, das ist doch für die alte Frau dann auch nicht gerade so. Mittlerweile geht's. Ich habe jetzt die Notbremse gezogen. Ich habe gesagt, er sollte raus, weil sonst hätte ich die Polizei geholt, weil er hat nichts zu der Miete dabei getan, gar nichts, sondern hat die dafür mich im Prinzip ausgenutzt, hat immer nur ein bisschen Essen geholt und tralala. Mhm. Und das war mir nicht genug, weil meine Oma muss auch gepflegt werden, die ist schon etwas älter. Ach so. Und das war so Dinge, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Ja. Also ich glaube, in deinem Fall kann man auch gar nichts machen, außer sich von dem Bruder distanzieren. Ja, natürlich. Machst du ja sowieso. Und was du noch tun musst, ist, dass du deine Oma schützt. Ne? Das, ja, schwer aus. Ich komme ja nur mal aus Wuppertal mittlerweile, weil durch damalige Freundin bin ich hier hingezogen nach Wuppertal. Ach so. Ist diese Entfernung jetzt nach Krefeld zurück, ja, ein bisschen weiter auch. Ja. Ich meine, es ist nicht so weit, aber ja, geht noch. Ich bin halt beruflich sehr stark gebunden momentan. Ja, halt. Ja. Das traurige Geschichte. Natürlich hätte man viel lieber zum eigenen Bruder ein Top-Verhältnis, ne? Naja, klar. Aber wenn es so ist, dann muss man damit leben. Muss er damit leben und ihn einfach aus deinem Leben versuchen zu streichen, ne? Ja, sicher. Solange er nicht von sich aus auf dich zukommt und versucht, das wieder irgendwie anzunehmen. Ja, das ist ja das Problem, was mich so am meisten ärgert. Wenn ein Mensch nicht hingeht und weil ich nicht sein wahres Gesicht zeigen kann und sagen kann, hör mal zu, dass du stehst. Ich meine, ich mache auch Fehler, ich bin auch ein Mensch. Und Gottes Willen, keiner ist, glaube ich, perfekt auf diesem Planeten. Ich glaube, da würde das auch alles nicht rundlaufen. Mhm. Und ich denke, wenn man mit Ehrlichkeit, glaube ich, fährt man am besten. Mhm. Also ich habe sehr viel in meinem Leben Notlügen gemacht oder so. Glaube ich auch. Letztendlich glaube ich das auch.
alles lügenhaft oder so schlägt auf einen zurück. Irgendwas schlägt es auf einen zurück. Immer kommt wieder auf eine Welle wieder zurück zu einem. Das ist wie so ein Echo, was man in die Berge ruft, das kommt auch wieder zurück. Ja. Also das ist ein Ding, was mich am meisten ärgert. Ich habe so oft versucht, nebenbei bei Feiern oder sonstigen Anlässen zu sagen, jetzt komm, wir reden darüber. Aber dann hat er mich kurz angeguckt, fragen und hat dann gesagt, wir hätten es vielleicht, aber dann hat er direkt wieder abgeblockt, weil er gemerkt hat, er kann da nicht so ganz für sich drüber reden. Das war natürlich so eine Situation, die mich sehr geärgert hat. Was mich dann am meisten ärgert, ist dann, wenn man dann so sieht, so Sachen wie mit meiner Schwester, die hat dann mit 19, fast 20 schon 3 Kinder, keinen richtigen Schulabschluss, mein Bruder hat nie eine Lehre geschafft, ohne mich jetzt hervorzuheben, aber ich habe dann meine Lehre zu Ende gekriegt und alles, und habe auch alles gemacht und oder auch Führerschein musste alles selber bezahlen, das ist natürlich das, was mich am meisten ärgert. Ne? Ja. Ich muss nur einen Arsch aufreißen. Ja, lieber Sven, danke für deinen Anruf und dir für dich alles Liebe und alles Gute und für deine Oma auch. Danke, wünsche ich auch. Immer Dankeschön, noch. Tschüss. Jo, tschüss. Hier ist Desiree. Desiree. Ja, hallo. Hallo Desiree, 22 Jahre alt. Ja, genau. Guten Morgen. Ja, du hast auch zu dem Thema angerufen, da zeigte er sein wahres Gesicht. Ja. Was ist passiert? Hatte Anfang Januar 2004 einen Mann kennengelernt gehabt, der auch schon 32 war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Der hat mit mir zusammen auf eine neue Arbeitsstelle angefangen, hat dann auch 4 Monate später mir schon direkt einen Heiratsantrag gemacht. Ja, ich natürlich rosa Brille und vor allen Kollegen natürlich dann auch Ja gesagt. Und 2 Monate später, seitdem wir dann verlobt waren, bin ich auch dann schwanger geworden. Mhm. Ja, und auf einmal wendete sich dann alles. Er fing an zu streiten. Ich habe auch komplett alles getragen, Miete, alles, obwohl er mit zu mir eingezogen ist. Mhm. Er hat kaum was abgegeben an Geld. Wenn, das waren immer 50 Euro und das wurde dann direkt zu einer riesen Sache aufgebauscht. Mhm. Ja, und ich habe mich da ein bisschen untergeordnet. Ja, und dann hinterher war es dann so weit, er wollte runter zum Cousin fahren zu sich, wollte meinen Wagen haben, aber ich war halt eben schwanger, habe viel mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Ja. Und es war mein einzig freies Wochenende, da wollte ich zu Hause bleiben. Und da hat er dann einen Wagen vom ambulanten Pflegedienst mitgenommen. Und als er wiederkam, hat er behauptet, ich hätte ihn ja runterfahren gezwungen und hat mir halt eben auch den Arm ausgehobelt in dem Streit. Oh. Dann bin ich halt eben für 2 Wochen zu meiner Mutter. Ja. Und als ich dann wieder auf der Arbeit dann war, Das hat er gemacht in deiner Schwangerschaft, ne? Ja, genau. Da warst du in wie vielen Monat? Da war ich gerade im 2. Monat schwanger. Ja, ja. Dann bist du zur Mutter gegangen. Genau, und als ich dann wiederkam, weil ich meinte, wir müssen erstmal ein bisschen runterkühlen und die Sachen Ronau besprechen, ja, da hat er dann gesagt, es soll einen Ring wieder geben, Hochzeit abgesagt, alles. Mhm. Und ich war noch so doof und habe ihn in meiner Wohnung drin gelassen und bin halt eben zu meiner Mutter, weil ich hier eine Wohnung neue gesucht habe. Ja, du hast ihm eine gesucht? Ich habe mir eine gesucht. Du hast dir eine gesucht? Ja, genau. Weil die auch schon gekündigt war. Als ich dann wiederkam, hat Post durchsehen, da war die Wohnung sowas von schlimm. Ich habe gedacht, mir war eh schon immer schlecht. Also es lief. Es war wirklich furchtbar. Ja. Als sie das dann ihn da rausholen wollten mit den Lebensgefährten meiner Mutter, da war auch wieder voll trunken in meinem Bett und wollte auf uns losgehen. Mhm. Und da haben wir dann mit der Polizei gedroht, dass er dann freiwillig dann doch gegangen ist. Mhm. Ja, und da stand ich dann. Das war Schuld, wissen wir die Kante, schwanger, neue Wohnung suchen, muss dann Doppelmiete zahlen. Das war alles vor einem Jahr. Ja, genau. Mhm. Jetzt machen wir mal eben einen Zeitsprung zu heute hin. Kind gesund zur Welt gekommen. Kind ist gesund zur Welt gekommen, aber musste dann trotzdem auch intensiv, weil ich dann 7 Wochen vorzeitige Wehen hatte, musste auch komplett im Krankenhaus liegen bleiben. Aber heute okay? Ja, heute ist soweit okay. Ja, nur halt eben mich belastet das Ganze sehr. Also ich habe auch schon teilweise so depressive Hänger auch schon mit drin. Und aber du hast eine neue Wohnung gefunden? Ja, genau. Und ist der Typ ganz aus deinem Leben verschwunden? Nein, jetzt läuft noch ein Vaterschaftsprozess halt eben, was mich auch sehr belastet, weil jetzt behauptet, ich habe so eine Vermieter gehabt, daher wäre das Kind, oder der Lebensgefährte meiner Mutter hätte mich sexuell missbraucht und da sei das Kind halt eben entstanden und solche Sachen. Und jetzt gehen wir mal zurück. Du hast ihn im Januar 2004 kennengelernt. Ja, genau. Und da war das ein ganz toller Mann für dich im ersten Moment. Im ersten Moment super. Also jetzt sag mal, wie viele Wochen es gedauert hat, bis du gemerkt hast, da stimmt was nicht mit dem? Das war erst nach der Verlobung. Wie viele Wochen hat es gedauert? Knapp 4 Wochen. Knapp 4 Wochen. Jetzt frage ich mich natürlich, Desiree, wie kann man denn jemanden nach 4 Wochen schon sich mit dem verloben? Nee, das war, als wir 4 Monate zusammen waren. Wir waren ja 4 Monate zusammen, dann hat er sich mit mir verlobt. Ach so, also, dann hat das ungefähr 5 Monate gedauert, bis du gemerkt hast, wo der Hase langläuft. Oder dass da irgendwas nicht stimmt. Bist dann auch schwanger geworden? Ja. Bewusst schwanger geworden?
Nein, zu der Zeit habe ich auch die Pille genommen, aber ich hatte auch gleichzeitig nur Antibiotika. Und dadurch wusste er, habe ich noch gesagt, dass es nicht wirkt. Und da hat er zu mir gesagt, er ist ja halt immer schon 32, er will unbedingt Familie, weil wir auch erst heiraten. Und er hatte auch schon eine Tochter, zu der er keinen Kontakt hatte. Weswegen kam aber auch leider erst hinterher ans Licht. Aber da frage ich mich auch wiederum, meine Frage an dich, wieso lässt du dich denn, wenn du jemanden so frisch erst kennst, dann auf sowas ein? Da wartet man doch erstmal ein bisschen ab. Ja, aber für mich war es halt einfach wirklich die große Liebe schon, schlechthin. Jetzt nochmal, das war gerade mit den Zahlen ein bisschen durcheinander. Ja. Als du sein wahres Gesicht so ein bisschen schon erkannt hast, nach den Monaten, warst du da schon schwanger? Da war ich noch nicht schwanger gewesen. Das heißt, du bist schwanger geworden, als du schon unsicher warst, was mit dem los ist. Genau, nur da hatten wir halt schon ein Gespräch gehabt, da hat gesagt, ja, er will sich auf jeden Fall ändern und weil wir auch jetzt heiraten möchten. Aber spätestens da hätten doch alle Warnsirenen schrillen müssen bei dir. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, mittlerweile ist mir das auch heute, klar. Heute, ne? Das ist ja auch klar. Hilft nur auch nicht mehr viel weiter. Nee. Kann man nur die Lehre rausziehen, dass einem das nächste Mal nicht mehr passiert, dass man da vorsichtiger an die Leute rangeht. Ja, nur mittlerweile ist auch teilweise mehr für mein Kind selber. Also ich esse auch jetzt manchmal nicht regelmäßig oder auch weniger. Und teilweise sitze ich auch zu Hause und bin echt nur noch am Heulen. Also das ist schon, das hat eine richtig schwere Auswirkung bis heute auf dich. Ja, weil halt eben auch von der Bindung her auch viele Sachen bei mir schiefgelaufen sind. Ich hatte noch 2 Wochen lang tierisch Kreislauf-Kopfschmerzproblem, weil ich musste noch eine Rückenmarksnarkose setzen. Die ist da ein bisschen schief gegangen. Und dann konnte ich die Kleine erstmal 2 Wochen nicht sehen, weil sie auf intensiv im anderen Krankenhaus lag. Und ich in also ist sehr viel aufeinander, zueinander gekommen. Ja, genau. Machst du dir selbst Vorwürfe, dass du sagst, mein Gott, wie konnte ich denn so blöd sein und hab das und das damals nicht gesehen oder hab mich darauf eingelassen? Machst du dir diese Vorwürfe? Ja, auch. Wobei, aber wenn ich auch die Kleine sehe, denke ich immer so, also sie ist wirklich eine der besten Sachen, die mir im letzten Jahr passiert sind. Aber generell ist die Belastung im Moment groß und die Nachwirkung von diesem ganzen Drama immer noch sehr, sehr immens. Ja, sehr massiv. So, dann würde ich nämlich auch gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal ein paar Worte sprichst. Ja. Vielleicht können wir dir ja doch noch ein bisschen behilflich sein. Ja. Ich wünsche dir und der Kleinen erstmal alles Liebe und alles Gute. Danke. Und hoffe so für die Zukunft, dass du ein bisschen strenger die Männer anguckst. Daraus habe ich auf jeden Fall jetzt gelernt. Die Serie, alles Gute. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, unser Thema heißt, da zeigte er sein wahres Gesicht oder da zeigte sie ihr wahres Gesicht. Ich möchte gerne mit euch reden über Menschen, die euch sehr enttäuscht haben. Wo ihr vorher gedacht habt, das sind ganz tolle Leute, aber durch irgendetwas sich das Blatt dann wirklich gewendet hat und diese Person gänzlich anders dastand, als sie vorher war und ihr sie vorher gesehen habt. Isabel, 24 Jahre alt. Hallo Isabel. Hallo Jürgen. Hallo, hallo. Was also ist bei dir geschehen? Ja genau, mein Thema ist, da zeigt er sein wahres Gesicht und zwar in sexueller Hinsicht. Also ich habe einen Mann kennengelernt, ich kannte ihn 4 Wochen, er war in den 4 Wochen absolut einfühlsam, liebevoll und dann hat er sich eigentlich von heute auf morgen gewandelt. Er sagte mir dann, ich wäre so vom Aussehen nicht seine Traumfrau und solle mich einfach ein bisschen verändern. Also ich muss dazu sagen, ich bin so 1,66 groß und habe in der Zeit 70 Kilo gewogen. Er hat sich so eine Blondine vorgestellt mit maximal 50 Kilo. Und ich habe dann massiv angefangen abzunehmen. Also ich habe es in einem Zeitraum von 4 Monaten geschafft, 20 Kilo abzunehmen. Ich bin eigentlich jeden Tag 3-4 Stunden ins Fitnessstudio gegangen, habe kaum noch was gegessen, nur um sein Idealbild zu entsprechen. Alles für ihn getan. Alles für ihn getan. Und irgendwann ging das auch so im Bett los. Also er war so ein bisschen außergewöhnlich. Er hat sich eigentlich immer so einen flotten Dreier vorgestellt. Einfach mit so seiner Traumfrau, mit einer Blondine. Und es ist auch noch im Endeffekt dazu gekommen. Ich sollte dabei nur zusehen. Und er hat dann praktisch mit ihr vor meinen Augen Sex gehabt. Und was sonst auch in sexueller Hinsicht nur so außergewöhnliche Sachen. Also Natursekt und Kaviar war das Einzige, was ihn zum Orgasmus gebracht hat. So weit ging das? So weit ging das und es... Natursekt, das wissen wir, das ist mit Pipi machen, ne? Aber das andere ist ja nur noch eine Nummer härter. Genau. Du musstest das bei ihm machen? Ja,
Also ich war, als wir uns kennengelernt haben, 19 Jahre. Ich war recht unerfahren. Also ich hatte vorher einen festen Freund, mit dem ich dann auch das erste Mal Sex hatte. Und ja. Wir waren 5 Jahre zusammen, der Mann und ich jetzt. Und mein ganzes sexuelles Leben ist eigentlich heute relativ vom Baum, weil ich eigentlich immer nur das Gefühl habe, all diese Dinge sind normal. Also ob Swingerclub-Besuche, Sex mit mehreren Leuten. Muss ich mal fragen, nicht damit irgendwas durcheinander kommt. Mit diesem Mann, über den wir jetzt reden, warst du 5 Jahre zusammen? War ich 5 Jahre zusammen, ja. Du bist 24, das heißt, du bist noch nicht lange getrennt von dem. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr von ihm getrennt. Du warst 5 Jahre mit ihm zusammen? Und der hat dich dazu gezwungen, dass du deinen Stuhlgang verrichtest während des sexuellen Vorgangs? Also, er hat mich nicht dazu gezwungen, aber er hat halt gesagt, hey Schatz, ich hab dich ja so super lieb, aber ich komme halt nur, wenn du das tust. Und musstest du das auf ihm machen? Also jetzt Natursex auf ihm direkt, und das andere war dann doch relativ kompliziert, weil in dem Moment verkrampft sich eigentlich bei jemandem, der das nicht gerne tut, alles. Und das ging dann eigentlich nur so in der Badewanne und dann mit so Fütterspielchen, und es war ziemlich heftig. Unfassbar. Und ich finde es wirklich unfassbar, wenn man das überhaupt nicht will und das ekelhaft findet, dass man das überhaupt von einem Partner verlangt. Und auch wieder unfassbar für mich, dass du das so lange mitgemacht hast. Also ich war dem Mann absolut hörig und... 5 Jahre, das muss ich mir vorstellen. Du hast nach 4 Wochen schon gemerkt, dass da irgendwas, da stimmt was nicht. Ja, also ich bin sonst auch jemand gewesen, der wirklich so hochgeschlossen weggegangen ist, Rollkragenpullover, und in der Zeit... Ich habe jetzt meine letzten Sachen aus der Zeit auf eBay versteigert. Mhm. Es waren wirklich nur Lackklamotten und kurz, knapp, durchsichtig, hohe Schuhe. Ich habe mich vollkommen gewandelt. Meine Mama hat mich irgendwann mal so gesehen, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, mein Gott, was tust du dir da an? Also, ich finde, abartigen sexuellen Sachen haben wir gerade schon gehört, die er von dir verlangt hat und die du mitgemacht hast. Dann ging es auch so mit Lack und Leder und SM, sowas in der Richtung auch? Wobei er devot war und ich allerdings nicht wirklich dominant bin. Also ich konnte das nicht so gut vermitteln, weil das ist mir sehr schwer gefallen. Aber er hat das erwartet, dass du ihn schlägst zum Beispiel? Er hätte das erwartet, genau, und weil ich das eben nicht tun konnte, dann wollte er das sich bei jemand anders besorgen und ist dann auch ins Bordell gegangen, wo er sich das geholt hat, was er brauchte. Was war für dich das absolut Schlimmste und Abstoßendste, was du für ihn getan hast? Mit einer Frau zu schlafen. Das hat er auch verlangt von dir. Und er hat dabei zugeguckt. Er hat dabei zugeschaut, ja. Wobei ich das mit diesem, ich muss das nochmal erwähnen, mit dem Code auch unglaublich ekelhaft finde. Ja, aber ich weiß, es kommt wahrscheinlich drauf an, wie gesagt, ich kannte dieses liebevoll und einfühlsame nicht. Und ich habe bis dahin gedacht, das wäre das normale Sexleben, was Menschen miteinander haben. Echt, das hast du gedacht, dass das zur Normalität gehört? Ja. Wie kam es denn jetzt zu der Trennung? Du bist jetzt eine Weile getrennt von ihm. Also eigentlich ursprünglich war der Gedanke, wir wollten ein Kind zusammen haben. Und er hatte schon eine große Tochter, die war damals schon 16. Und er hat gesagt, er kann sich ein Kind mit mir vorstellen, allerdings nur, wenn das ein Sohn wird. Und dann habe ich ihn halt gefragt, und was würdest du tun, wenn das eine Tochter wird? Und dann hat er eben klipp und klar gesagt, wenn es eine Tochter wird, dann würde ich das Kind zur Adoption freigeben. Wie alt ist er? Er ist jetzt 37, also er wird 13 Jahre älter als ich. Dieses Gespräch, wann habt ihr das geführt? Das haben wir im Spätsommer letzten Jahres geführt. Also ich habe in dem Zusammenhang auch erfahren, dass er eine Freundin hatte, die eben damals auch schwanger von ihm war, ihm das verheimlicht hat, dann letzten Endes ein Mädchen bekommen hat und die das wirklich zur Adoption freigegeben haben, das Mädchen. Ich bin wirklich ganz fassungslos. Da sind ja ganz viele Masken, die bei dem wahrscheinlich ständig runtergefallen sind. Und es sind ja ganz viele schlimme Facetten, die ich jetzt zu hören bekomme. Und du bist immer noch bei ihm geblieben. Also mit den ganzen sexuellen Dingen komme ich bis heute klar, aber unsere Trennung war also sehr unschön, weil die dann eben von mir ausgegangen ist. Und der hat dann im Grunde genommen alles gegeneinander aufgerechnet. Also ich habe studiert und wir haben uns eigentlich immer angeblich 50-50 in alles hineingeteilt. Und es geht so weit, dass er heute noch 700 € von mir bekommt.
Und er weiß, wo ich arbeite und er lauert mir auf der Arbeit auf und stellt mich vor Kunden bloß. Mhm. Und ja, ich habe halt wirklich panische Angst. Also auch wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe nur jemanden im Dunkeln, der annähernd so aussieht wie er, dann merke ich, dass mein Herz vollkommen anfängt zu schlagen. Und aber immerhin hast du es dann nach 5 Jahren oder 4 Jahren geschafft, dich von ihm zu trennen. Wie kam das denn dann, wenn du so lange quasi in einer Abhängigkeit gestanden hattest von dem, sage ich jetzt mal so klingt es ja auch. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Eigentlich durch meinen neuen Partner. Ich bin dann zu der Zeit, wo die Beziehung schlecht lief, ins Internet gegangen, auf eine Single-Seite, habe jemanden kennengelernt aus derselben Stadt und habe mich mit dem getroffen und eigentlich wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ach so, und das hat dir die Kraft dann gegeben? Genau, der hat mir die Kraft gegeben zu sagen, und jetzt gehst du und jetzt verlässt du ihn und jetzt ziehst du aus und jetzt trennst du dich von ihm und jetzt hast du nie wieder mit ihm Kontakt. Mhm. Ich möchte nochmal etwas fragen, was die Zeit vor diesem Mann betrifft. Mhm. Weil du gerade so gesagt hast, ich dachte, das ist normal, so eine Sexualität miteinander zu haben. Wie viel Kontakte hattest du zu Jungs oder zu Männern früher, vor ihm? Einen. Einen. Mhm. Wie lange dauerte der an? Das war eine Beziehung über ein Jahr, aber wir haben erst in der Zeit vielleicht 2-3 Mal Sex miteinander gehabt. Und hattest du nicht irgendwie so Sachen viel über Sex mit ihm gelesen oder gehört? Oder? Zu Hause haben wir da nicht wirklich viel drüber gesprochen und ansonsten habe ich mich da wirklich von diesem Mann beeinflussen lassen. Heute, was hast du heute für ein Gefühl zu diesem Mann? Also absoluter Ekel, wenn ich ihn sehe. Mhm. Auch ich ekel mich auch teilweise von mir selbst, dass ich das getan habe. Wie gesagt, ich versuche mich von den Dingen loszulösen. Ich habe die ganzen Sachen verkauft. Ich habe in der Zeit auch Unmengen an Geld für solche Klamotten ausgegeben, weil es wirklich sehr teuer ist. Weil er da wirklich drauf stand, auf diese Lack. Genau, also auch zu Hause. Er hat das erwartet jeden Tag, wenn er nach Hause gekommen ist. Wie viel wiegst du eigentlich im Moment? Mittlerweile sehe ich wieder so aus wie vorher. Also wieder ein bisschen pummeliger, aber das ist dein Ding und so fühlst du dich wohl. Genau. Und er hat dich ja irgendwie runtergehungert. Wie funktioniert denn die Sexualität mit dem neuen Freund? Geht das? Oder müsst ihr euch da sehr vorsichtig aneinander tasten? Das ist eigentlich ganz gut, weil mein neuer Freund ist auch ein bisschen älter als ich. Er ist jetzt 35, aber er ist eigentlich katholisch erzogen. Das heißt, er hatte vor mir erst eine Partnerin, mit der er Sex hatte. Und er ist wiederum ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Also er geht absolut auf mich ein. Und hast du ihm von diesen ganzen grauenhaften Sachen erzählt? Er kennt das so in Umrissen. Aber wie gesagt, dadurch, dass er sich dann mit vielen Dingen, möchte ich ihn dann auch nicht belasten. Nee, das verstehe ich auch. Aber du musst ihm schon so grob, aber das hast du ja auch gemacht, grob musst du ihm schon die Wahrheit sagen, ne, was da passiert ist. Ja, aber du hast im Moment Angst für den Typ und das liegt dir ja noch auf der Seele, ne? Genau. Die ganze Sache. Also ich habe schon überlegt, meine Arbeit aufzugeben, was anderes zu suchen, nur damit er keinen Anlaufpunkt mehr hat. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen. Und ich fände es gut, wenn du dich mal mit dem weißen Ring in Verbindung setzen würdest. Sagt dir das was? Das sind diese Missbrauchsopfer, oder? Nee, das ist, eine Vereinigung, die sich quasi sich sehr gut mit Opferschutz auskennt. Okay. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit den Leuten gemacht und wir geben dir gleich mal die Adresse und vielleicht kannst du da auch noch den einen oder anderen Tipp von denen dann bekommen, wie du dich am klügsten in deiner jetzigen Situation verhältst. Was würdest du mir denn empfehlen? Also er kriegt jetzt halt wie gesagt noch Geld von mir. Soll ich ihm das Geld zahlen oder soll ich es sein lassen? Kriegt er das wirklich oder fordert er es einfach nur an? Also wie gesagt, ich war Studentin und er hat voll gearbeitet, war auch in der Führungsposition und hat aber immer alles durch 2 geteilt und ich habe das irgendwann finanziell nicht mehr geschafft. Und dann hat er mir angeboten, ich soll es nicht mehr bezahlen und als wir uns dann getrennt haben, hat es aufgerechnet. Als dieser Welt ist es natürlich völlig bescheuert, dass der das Geld haben will. Wenn man aber wüsste, dass er danach Ruhe gibt, würde ich sagen, okay, komm, hast du das Geld und ab dafür, nie wieder in meinem Leben will ich dich sehen. Wäre das so? Stufst du ihn so ein, dass er dann Ruhe gäbe? Nein, weil ich habe ihm auch nicht gesagt, wohin ich ziehe und er hat auch herausgefunden, wo ich wohne. Also ich glaube, er würde dann auch keine Ruhe geben. So, das sind auch die Teilfragen, die du mit den Leuten vom Weißen Ring besprechen solltest. Weil du bist ja nun wirklich da so verletzt worden und da sind so schlimme Sachen passiert.
Und wenn du nicht die Gewissheit hättest, dass der so funktioniert, wenn du ihm 700 Euro gibst, dass der dann Ruhe gibt, dann würde ich das Geld auch erstmal zurückhalten. Aber das muss man mit Vorsicht alles genauestens besprechen. Okay. Jetzt legst du auf und wir rufen dich nochmal an, okay? Jürgen, ich danke dir. Super Sendung. Alles Liebe, alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Marion. Marion ist 30 Jahre alt. Hallo Marion. Hallo Domian. Hallo Marion. Ja, auch noch zu unserem Thema, da zeigt er sein wahres Gesicht. Ja, richtig. Erzähl mal. Ich arbeite seit 11 Monaten bei einer guten Stelle. Seit wie vielen Monaten? Seit 11 Monaten. 11 Monaten, ja. Und habe da auch einen sehr netten Mitarbeiter, möchte ich mal nennen. Mhm. Und dieser Mitarbeiter meint seit 2-3 Wochen, mir intensiv zu nahe kommen zu müssen. Mhm. Also ich würde schon sexuelle Übergriffe nennen. Was macht er denn? Ja, er berührt mich an Stellen, die mir gar nicht mehr passen. Also es war die ganze Zeit gang und gäbe, dass man sich vielleicht mal in den Arm nimmt, mhm, nach Urlaub, zur Begrüßung, mhm, oder sich auf die Schultern klopft, und dieses Schulterklopfen entwickelt sich langsam zu auf die Brüste übergehend, ja, in den Schritt greifend, und es ist so weit schon. Ja, es ist, mhm, einfach nur widerlich. Es ist sehr arg. Er erzählt mir, dass er streng katholisch ist und glücklich verheiratet. Und ich habe am Anfang noch gedacht, vielleicht geht das irgendwie so über, dass er einfach nur während dem Erzählen nicht merkt, wo seine Hand hinwandert. Aber ja, ich meine, nach 2-3 Wochen kommt man da schon ins Strudeln. Ob ist das ein Vorgesetzter von dir? Es ist. Er hat mir was zu sagen, ja, aber es ist nicht mein Arbeitgeber. Mhm, mh. Wie reagierst du darauf, wenn er das macht? Ja gut, innerlich sehr aggressiv und äußerlich höflich, bestimmt, aber es bringt nichts. Also sei doch mal äußerlich aggressiv. Aber ich sehe diesen Menschen 7 Tage in der Woche. Egal. Du musst dem, ich vermute, dass du dem einfach wirklich hart eine Grenze setzen, zeigen musst, dass er da kapiert, so weit und nicht weiter. Ja, aber das geht nicht ganz, weil das ist ein Alter, da habe ich Respekt davor, trotz allem. Du bist 30. Und wie alt ist er? 62. Völlig egal. Völlig egal. Das finde ich, das hat mit dem Alter und Respekt nichts zu tun. Wenn der dich angrapscht, hast du alles Recht der Welt, erstmal hart zurückzureagieren. Auch wenn du jeden Tag mit dem zusammenarbeitest. Was meinst du, was der in Teufelsküche kommt, wenn das der Chef erfährt oder wenn das in der Firma rund geht? Nee, kommt er ja nicht, weil wir haben nicht denselben Chef, und er ist der Einzige, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeite. Und mhm, er kann mir das Leben wirklich zur Hölle machen. Er kann mich zu Arbeiten bringen, die ich verrichten muss vom Arbeitgeber her, wo ich ihm praktisch ausgeliefert bin. Und ich habe Angst vor dem Tag, wo es dazu kommt, wo er sagt, jetzt mach mal da und da die Arbeit. Verstehe. Aber ich bin hilflos, ich kann da nichts mehr machen. Aber es gibt doch noch einen Vorgesetzten, der euch beiden vorgesetzt ist. Nein. Nein. Wir haben keinen gemeinsamen Vorgesetzten, wir haben keine Vertrauensperson, wir haben gar nichts. Aber es muss doch irgendeinen Chef geben, der ganz oben sitzt. Ja, er hat seinen Chef, wo ganz oben sitzen, ich habe meinen. Mhm. Ich will nur nicht zu arg ins Detail gehen, damit. Ich verstehe, wenn man sich erkennt, ja. Genau. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du zu seinem Chef gehst in deiner Not und es mit dem nein, sprichst? Nein. Nein. Auf keinen Fall, es geht nicht. Ich möchte wirklich nicht, dass man dich erkennt, deswegen will ich die Frage unterdrücken, die ich jetzt gerade habe. Ich glaube, es ist wirklich besser, wenn wir das nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Ich finde, dass du da was tun musst, unbedingt. Aber um richtig intensiv reden zu können, müssen wir ganz offen reden. Und das ist nicht gut, wenn wir das jetzt in aller Öffentlichkeit machen, das könnte auf dich zurückschlagen. Deswegen, die Sendung ist eh jetzt gleich vorbei. Legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an und dann kann man das im Detail machen. Ja, okay. Okay? Mach ich. Dann würde ich sagen, bis gleich, Marion, du legst bitte auf. Ja, mach ich. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Da zeigte er sein wahres Gesicht. In der Technik war Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder da. Ich weiß gar nicht, ob wir morgen ganz pünktlich sind. Frage in meine Regie. Nö, ganz pünktlich sind wir nicht im Fernsehen. Ich weiß nicht genau, wie. Eine Viertelstunde verspäten wir uns, höre ich gerade auf dem Kopfhörer. Aber wir sind da und ich freue mich sehr, wenn ihr auch da seid. Im Radio sind wir pünktlich um 1, im Fernsehen ungefähr 1:15. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.